Willkommen zurück zu Nulli. Wir sind immer noch in derselben Aufnahmesession. Und wir wollen jetzt den Plan des Bürgermeisters vereiteln. Aber eigentlich haben wir es ja schon gemacht, indem wir die Füchse gefüttert haben. Mit Süßigkeiten wie der Schaf. Das geplatzt ist in der letzten Folge. Aus Versehen. Es war wirklich keine Absicht. Jetzt müssen wir mal gucken, wo zum Teufel war denn der Bürgermeister? Ich weiß es ehrlich gesagt nimmer. Ich vergesse sowas immer ganz schnell und gern. War der hier oben irgendwo? Da oben kann man nicht rausgehen. Okay, das heißt, hier war er, glaube ich, nicht drin, oder? Nee. Außerdem waren wir hier gerade. Das ist das Haus vom Tod, glaube ich. Da kommen wir im Moment nicht rein. Oder war der Bürgermeister hier? Der hat auch so eine Prunkhütte gehabt. Nee. Du. Hier sind die Seiten. Ja, ich weiß, ich habe noch nicht alle. So, ciao. Scheiße. Wo war der Bürgermeister? War der hier? Nee. Hä, bin ich jetzt Gaga? Alter Scheiß. Ich brauche echt so ein Navi, ey. Wieso gibt es hier keine Minimap? Eine Minimap. Ich brauche eine Minimap. Ich bin ein Minimap-Verfechter. Jetzt haben wir gleich alle Häuser abgeklappert, also scheiß drauf. So. Nö. War der Bürgermeister bei den Iglos? Nee, oder? Ich schwöre, es ist... Oh, guck mal, da ist ein Schaf. Okay, das machen wir gleich. So einen nervigen Job hatte ich noch nie. Normalerweise macht mir das Wache schieben Spaß, aber diese ständige Wiederholung einfachster Sätze macht mich wahnsinnig. Was ist hinter der Mauer? Ein Spieler. Wir haben ihn beim Cheaten erwischt. Das allein wäre Grund genug gewesen, ihn aus dem Spiel zu verbannen. Doch anstatt das Spiel ordnungsgemäß zu deinstallieren, übergoss er uns mit seinen redundanten sprachlichen Ergüssen, die ausschließlich aus Hauptsätzen zu bestehen schienen. Great again, roleplay, I make roleplaying. Okay. Also bauten wir ihm eine Mauer und sperrten ihn ein. Welche Cheats hat er benutzt? Wahlmanipulation. Er wollte sich mit einem NSA-Java-Skript zum Bürgermeister des dritten Kontinents ernennen lassen. Das ist natürlich aufgeflogen, ist ja klar. Mhm. Ist er nicht der Präsident? Er? Ein Präsident? Von was denn? Vom Land der hohlen Phrasen auf dem Solariumsplaneten? Das kann ich mir nun beim besten Willen nicht vorstellen. Das ist kein Präsident. Okay, anderes Thema. Darf ich hinter die Mauer? Warum solltest du hinter die Mauer wollen? Glaub mir, die Person auf der anderen Seite ist kein angenehmer Gesprächspartner. Kann ich dir helfen? Nun, wenn ich es mir recht überlegen könnte, ich tatsächlich etwas Hilfe gebrauchen. Was hältst du davon, wenn du eine Schicht für mich übernehmen würdest? Dann könnte ich mir mal den Weihnachtsmarkt ansehen und wäre das dumme Geplapper dieses Spielers kurzzeitig los. Machst du das? Jo, komm. Ich danke dir. Dann beginnen wir mal mit der Einweisung. Also pass auf, deine Aufgabe besteht darin, vor der Mauer auf und ab zu gehen. Achte dabei, dass der gefangene Spieler nicht entkommt. Wobei das vermutlich nicht passieren kann. Dein Job ist also relativ simpel. Irgendwelche Fragen? Nein, alles klar. Dann viel Spaß bei deiner Schicht und bis später. Die Wache. Minute 1. Jo, läuft hier voll. Yay. Eine Mauer. Zerstören. Du hast nichts dabei, um die Mauer zu zerstören. Schade. Vielleicht sollten wir Nitro und Glycerin kaufen gehen. Hä? Ist da jetzt jemand anders? Mit Spieler sprechen. Die Wache, Minute 2. Du musst mich hier rausholen. Warum sollte ich? Weil ich dich reich bezahle. Okay, ich helfe dir. Super, besorg Nitro und... Ah, ich hab's gewusst. Nitro und Glycerin. Du bist im Begriff, deinen Arbeitsplatz zu verlassen. Jo.
warum auch nicht? Was verschlägt dich hierher? So weit in den Osten geht sonst kaum jemand. Ich suche Seiten der Encyclopædia Comedica. Und ich suche nach einem Weg, die Statuswerte der beiden Füchse im Norden zu senken. Seit dem vorletzten Tausch sind sie viel zu stark. Vielleicht können wir uns ja gegenseitig helfen. Soweit ich weiß, können Süßigkeiten vorübergehend Mali erzeugen. Eine Süßigkeit allein wird aber nicht viel bringen. Am besten bündelst du sie zu Süßigkeitspaketen. Okay, ich fütter die Füchse. Hab ich nämlich schon. Ich danke dir. Süßigkeiten findest du beim Händler auf dem Weihnachtsmarkt. Erstatte mir Bericht, ob sie die Füchse schwächer machen. Hast du die Füchse gefüttert? Ich hab sie gefüttert. Jo, Comedica-Seite gezeigt. Und noch Gold verdient. Du erhältst Schneestiefel. Alter, das war ja jetzt easy cheesy, ne? Bist du ein Musiker? Falls ja, wäre es mir eine Ehre, wenn du auf meiner Trommel spielen würdest. Ich bin ein Musiker. Wohl eher nicht. Wenn du einer wärst, hättest du dir den Titel im Spiel bereits verdient. Auf meiner Trommel kann ich dich leider nicht spielen lassen. Was? Wie bekomme ich den Titel? Von einem NPC mit musikalischem Interesse. Beeindrucke einen der Musiker von uns und dann wird er deine Signatur entsprechend umschreiben. Ich war lange nicht mehr außerhalb meines Iglus. Ich kann dir also leider nicht sagen, ob du einen Musiker auf dem ersten, zweiten oder vierten Kontinent findest. Oder im Interface. Bist du Musiker? Genau genommen bin ich ein Vollzeitmusiker. Ich schlafe nicht, ich esse nicht, ich trinke nicht, ich tue nichts als musizieren. Und hin und wieder Gespräche mit Leuten führen, die in mein Iglu kommen. Das mache ich aber nicht so gern. Kommt zum Glück auch nicht so oft vor. Aha. Erzähl mir etwas über den Kontinent. Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht viel über meine Umwelt. Ich mache eigentlich nur die ganze Zeit Musik. Also außer natürlich, wenn jemand im Raum ist. So wie du jetzt. Wenn ich alleine bin, ist dieser Raum durchflutet von meinen Melodien. Ich kann es kaum erwarten, dass du wieder gehst, damit ich wieder spielen kann. Ja, ciao, ne? Was machst du da? Das ist meine Trommel. Ich lasse eine echte Musiker auf ihr spielen. Ist ja gut. Oh, gucke mal, warte mal. Ach, schade. Ich wollte ihn anzünden. So, was haben wir hier? Mein Weihnachtsbaum ist hässlich. Er wirkt so, als hätte man ihn von der Müllkippe gestohlen. Sieht tatsächlich etwas karg aus. Ist doch sowieso nur ein Bild. Ich finde deinen Baum schön. Ich suche die Seiten. Komm hier, der sieht wirklich hässlich aus. Karg, welch ein anmutiges Wort für einen so tristen Zustand. Machen wir uns nichts vor. Mein Baum ist hässlich. Und zwar potthässlich. Das stimmt. Würdest du mir einen großen Weihnachtsbaum auf dem Markt im Zentrum des Kontinents... Was? Würdest du mir einen großen Weihnachtsbaum auf dem Markt im Zentrum des Kontinents drei kleine Kugeln stibitzen? Ja, das würde meinen Baum enorm aufwerten. Okay, ich hole dir ein paar Kugeln. Komm, ich bin ja gar nicht so. Du hast dich leichter dazu anstiften lassen, als ich vermutet hatte. Aber ich will mich nicht beschweren. Lass dich nicht erwischen und bring mir ein paar hübsche Kugeln. Jo, das kriegen wir hin. Ich suche die Seiten der Enzyklopädie, mein Freund. Darum kann ich mich jetzt nicht kümmern. Ich kann nur an meinen Weihnachtsbaum denken. Solange ich eigene Probleme habe, sehe ich mich nicht in der Lage, dir zu helfen. Das ist nett. Okay, schön. Ein Besen. Ein Strohhaufen. An sich ist das Iglo schon hässlich, ne? So. Schauen wir mal noch in das Iglo rein, wenn wir mal schon mal hier sind. Findest du meine Hüte schön? Sei ehrlich, meine Hüte sind schön. Du kannst es ruhig sagen, dass meine Hüte schön sind. Deine Hüte sind hässlich. Das liegt nur daran, dass du noch nicht alle gesehen hast. Den schönsten habe ich leider in den Höhlen verloren. Oh. Würdest du in die Höhlen gehen und mir meinen Hut wiederholen? Dann könntest du dich selbst davon überzeugen, wie schön er ist. Okay, ich hole deinen Hut. Das ist echt lieb von dir. Komm wieder, wenn du ihn gefunden hast. Jo. Was wir nicht alles machen, ne? Ein Hutständer. Hast du meinen Hut gefunden? Nein, ich suche Seiten der Enzyklopädie. Da muss ich dich enttäuschen. Ich bin einer der wenigen NPCs, die keine Seite haben. Aber wenn du mich fragst, macht mich das nicht schlechter.
Ja, das kann sein. Das kann natürlich sein, ein Bücherregal. Mensch des Kinders, hier ist ja einiges los. So. So, jetzt gucken wir mal da rein. Guten Tag. Ui, hier geht's ja ab. Teddybär, Geschenke, Kamin, Tisch. Wow. Bitte stell mir keine Fragen, mit meinem Speicher stimmt etwas nicht. Immer wenn ich jemandem eine Information gebe, verfüge ich hinterher selbst nicht mehr über sie. Mhm. Vergebenes Gedächtnis. So, was habe ich gerade gesagt? Ich bin so verwirrt. Worüber haben wir gesprochen? Du verlierst Infos, wenn du sie mir gibst. Ach ja, richtig. Danke, dass du mir das wieder gesagt hast. Du scheinst nett zu sein. Bitte, du musst meinen Speicher konfigurieren. Ich kann so nicht weiterleben. Bitte stell mir keine Fragen. Jo. Lass mich dich konfigurieren. Warum sollte ich das tun? Ich kenne dich doch gar nicht. Wieso sollte ich dir vertrauen? Vielleicht machst du ja alles nur noch schlimmer. Du gabst mir den Auftrag. Habe ich das? Oh, na, wenn das so ist, dann gewähre ich dir jetzt Zugriff auf meinen Speicherprogramm. Jo, reparieren wir den Fuchs schnell, wa? Wissen wir ja jetzt, wie es geht. Jo, bla bla, jetzt. Nee, das wollte ich nicht. Hier. Zwei. Und noch ein. Fünf, so. Hier brauchen wir zwei. Na, dann hätte ich auch eigentlich... So. So, Rekalibrierung abgeschlossen. Na, läuft doch hier. Du hast es geschafft. So. Errungenschaft freigeschalten, synchronisiere. Du hast es geschafft. Ich weiß wieder alles und vergesse auch nichts mehr, wenn ich es sage. Ich danke dir. Dafür lasse ich dich meine Seite der Comedica-Buches lesen. Sehr gut. Du erhältst die fünfte Seite der Enzyklopädie Comedica. Und 50 Gold. Ja, geil. Und ich will hier noch Geschenke, mein Freund. Ein nicht interaktives Geschenk. Oh, hier, ein Kuschelbär. Oh, Teddybär. So, ein Bett. Schlafen wir mal kurz. So, ich sollte ja eigentlich Wache halten, ne? Ist die Wache schon wieder da? Nee. So. In dem Iglo waren wir schon, ne? Jo. In dem Iglo waren wir. Danke nochmal für deine Hilfe bei den Füchsen. Jo, gerne. Dann würde ich sagen, füttern wir das Schaf hier schnell. Oh je. Hä, wo ist es hin? Es hat die Süßigkeiten gefressen und ist verschwunden. Du hast deinen Arbeitsplatz verlassen. Das wird wahrscheinlich Konsequenzen haben. Jo, das stimmt. Die sind ja immer noch dabei zu turteln. Heieieiei. Endlich spricht mich mal jemand an. Du bist ein Spieler, habe ich recht? Pass auf, ich brauche deine Hilfe. Mir ist etwas Furchtbares, etwas Grässliches passiert. Was ist denn los? Eigentlich sollte so etwas nicht passieren, aber ich habe meine persönliche Seite der Enzyklopädie Comedica in den Höhlen verloren. Ich spüre schon, wie mein Geist seinen Avatar verlässt und ich immer mehr verblasse. Bitte, du musst die Seite für mich finden. Ich will noch nicht sterben. Okay, ich helfe dir. Das ist nett von dir. Suche einfach die Höhle ab, dann wirst du sie finden. Aber sei vorsichtig. Geil. Endlich mal ein bisschen rumprügeln hier. So, wir brauchen einen Hut. Ja, was macht die hier? Ich habe mich nicht verlaufen. Ich stehe gern hier. Ich weiß genau, wo der Ausgang ist. Ich habe nicht behauptet, dass... Dann schau mich nicht so vorwurfsvoll an. Es ist mein gutes Recht, einfach so hier zu stehen und verzweifelt nach allen Ecken zu schauen. Das hat nichts zu bedeuten. Du hast dich verlaufen, gibst du. Verlaufen? Ich? Niemals! Ich kann mich gar nicht verlaufen. Dafür kenne ich mich viel zu gut aus. Du bist ziemlich schlecht darin, das Verhalten von NPCs zu deuten. Ich gehe jetzt zum Ausgang. Allein. Mach doch, was du willst. Ich war nicht derjenige, der das Gespräch begonnen hat. Denkst du, mich interessiert, was du tust? Geh einfach. Okay, ciao. Hä? Ich folge dir nicht.
Du gehst nur rein zufällig den gleichen Weg wie ich. Ich wollte mir nur nochmal die fliegenden Kugeln ansehen, die hier jemand vergessen hat. Ach komm, ich bring dich schnell raus. Ja, kommst du mit, oder? Ja, die kommt echt nicht mit. Na gut, dann nicht. Dann? Pech gehabt, ne? Merkwürdig. Diese Kugel ist bedruckt wie eine beschriebene Seite. Sieht aber gleichzeitig aus wie der innere Kern von etwas anderem. Aufnehmen. Okay. Sehr gut. Die Enzyklopädie haben wir mal. Hey, hör auf, mir hinterher zu laufen, Mann. Sieh mich nicht so vorwurfsvoll an, dass wir uns in so einem kleinen Raum über den Weg laufen, ist doch wohl klar. Ich verfolge dich nicht, du verfolgst mich. Okay, ja dann, ich gehe mal weiter. Alter, echt jetzt, hör auf mich zu verfolgen. Bist du sicher, dass wir hier richtig sind? Ich meine, wieso folgst du mir hier? Das sieht doch eindeutig nach einer Sackgasse aus. Das denkst aber auch nur du. Ein Hut. Aufheben. Du erhältst einen Hut. Einen modischen Hut sogar. So, was gibt's hier noch? Ich glaube, der erste Ausgang, den man in diesem Raum findet, ist der richtige. Du weißt schon. Der direkt am Eingang. Mhm. Na. Sag mal. Okay, ja, super. Komm, wir gehen noch eine Runde. Komm mit. Höhlenkoller, Freiheit, süße Freiheit. Ich hätte es zwar auch locker ohne dich geschafft, trotzdem will ich dir danken. Hier, wirf einen Blick auf meine Enzyklopädia-Seite. Jo, ich glaube, ich werde den Pfefferkuchenhäuser einen Besuch abstatten. Dort war ich schon lange nicht mehr. Vielleicht sieht man sich hier. Hier, nimm noch etwas Gold. Jo, ciao. Okay. Hast du meine Seite in den Höhlen gefunden? Hier ist sie. Du bist meine Rettung. Keine Sorge, eine Kopie verbleibt in deinem Inventar. Hier, nimm all mein Gold. Das ist das Mindeste, was ich für mein Leben geben kann. Wow. Und ein Schneeschild. Nochmal werde ich bestimmt nicht in die Höhlen gehen. Von jetzt an passe ich besser auf meine Seite auf. Das würde ich dir auch raten, Freund der Sonne. So, jetzt können wir noch den Hut abgeben. Das machen wir auch noch fix. Uiuiui, was ist denn hier passiert? Da ist ganz viel Blut. Mal gucken, wo war denn das mit dem Hut hier? Jo. Hier ist er. Genau, das ist er. Ich danke dir von Herzen. Er ist wirklich das Prachtstück meiner Sammlung. Hier, nimm etwas Gold als Belohnung. Jo, danke. Ich will aber... Achso, die hat keine Seite, ne? Alles gut. Ein Hutständer. Okay, ja, viel Spaß mit deinen Hüten. Ciao. So, ich müsste irgendwo mal Nitro und Glycerin kaufen. Das könnte ich auf dem Markt tun, ne? Wenn ich Glück habe, begegne ich auch nicht der Wache. Alter, überall Blutflecken. Was ist denn hier passiert? Ich verstehe es nicht. Eine so liebe, wundervolle Weihnachtskontinent und dann überall Blut. So, hier, lalalala, ich will mit dir handeln. Ich brauche das und ich brauche das und dann sage ich ciao. Läuft mir der jetzt nach oder was? Alle verfolgen sie mich. Was ist denn los heute? So, dann lassen wir den mal frei, wa? Eine Mauer. Zerstören. War wohl eine Kettenreaktion. Wenn du nichts dagegen hast, verschwinde ich jetzt von hier. Und meine Belohnung? Bekommst du, wenn ich weg bin. Du kannst mir vertrauen. Hallo? Hallo, meine Belohnung. Du erhältst den Perk Fake News.
Okay. Gegenstände. Zeugnis, Heilkraut. Nee, Perks sind hier unten. Fake News. Verleiht dem Spieler die Fähigkeit, offenkundige Unwahrheiten als ihr Gegenteil auszugeben. Ja, cool. Das finde ich gut. So. Hohe Geschwindigkeit benutzen wir mal. Wir gucken mal noch in die anderen Perks rein. So, überreden. Angeln Stufe 5. Den benutzen wir auch mal. Hä? Okay. So, Intelligenz. Intelligenz benutzen. Okay. Benutzt man die vielleicht automatisch? Kann sein, ne? Okay. Wunderbar. Dann haben wir jetzt hier soweit alles erledigt. Gucken wir mal gerade ins Questbuch. So. Karge Kugeln. Achso, das müssen wir auch noch. Auf der Wache. Lass dich nicht entkommen und lass dich nicht ablenken. Versuchskaninchen. Ah, den Bürgermeister suchen wir noch, ne? Das war ja eigentlich das Thema. Wo zum Teufel ist der Bürgermeister? Oh Gott, sind wir jetzt schnell. Das ist ja... Ich hätte den Perk gleich nehmen sollen. Der Bürgermeister. Moment mal, solltest du nicht eigentlich im Osten auf den Cheater aufpassen? Ich wollte dich gerade wieder ablösen kommen. Du bist viel zu ungeduldig. Tut mir leid, aber deinen Lohn bekommst du nicht. Ich kann nur hoffen, dass der Spieler nicht zwischenzeitlich ausgebrochen ist. Spieler? Welcher Spieler? Ich weiß nicht, worum es geht. Hey, yo. Ich wünsche dir noch ein tolles Spiel. Ja, ich mir auch. Jetzt würde ich mir gerne mal gucken, wo verflucht nochmal war der Bürgermeister? In dem Haus nicht. Ich weiß nicht mehr, wo der Bürgermeister war. Das ist ja gruselig. Gibt es hier noch einen Weg nach woanders? Nee. Nein, da wollte ich nicht rein. Jetzt bin ich zu schnell. So. Okay, hier war der Bürgermeister schon mal nett. Der Plan ist durchkreuzt. Nee. Der Plan ist nicht durchkreuzt, weil wir immer noch nicht wissen, wo der Bürgermeister ist. Warum eigentlich nicht? Da kann man nicht lang. Sag mal, das kann ja eigentlich nicht sein. Ist einer der Verkäufer der Bürgermeister? Nee. Möchtest du handeln? Neues wegen deiner Bude? Ist das eine rhetorische Frage? Wie man sieht, ist es immer noch die kleinste auf dem Markt. Ist ja gut. So, verkauft jemand zufällig... Nö, keiner verkauft Köder. Ist eine Frechheit. Weggehen. So. Ich bin gespannt, ob die Schilder die gewünschte Wirkung erzielen und den Verkauf von Süßigkeiten wieder anheizen. Hast du noch einen Auftrag? Einen Auftrag habe ich nicht, aber um mir die Zeit zu vertreiben, bis der unweigerliche Ansturm kommt, den die Schilder bewirken werden, würde ich gerne das Kämpfen üben. Bist du dabei? Jo, lass uns kämpfen. Alter, was? So. Regenschauer. Jo. Locker. Das hat Spaß gemacht. Komm jederzeit gerne wieder. Nö. Ich weiß nicht. Sag mal, bin ich jetzt völlig gaga?
Schön, dass du zu meinem Stand gekommen bist. Er ist der schönste vom ganzen Weihnachtsmarkt. Und das ist nicht leicht, weil alle Stände schön sind. Und vermutlich denkst du, dass du mir dafür einen Gefallen erweisen musst, da keiner der NPCs hier etwas umsonst macht. Aber weißt du was? Ich bin anders als die anderen. Meine Seite darfst du umsonst lesen. Hebt mich das nicht von den anderen ab? Ich wette, ich bin jetzt dein Lieblings-NPC. Hier, lies. Vielen Dank, sehr freundlich. Behalte meine Freundlichkeit im Gedächtnis, wenn du dir das nächste Mal überlegst, wo du deinen Einkauf tätigst oder welchen NPC du helfen möchtest. Du erhältst die dritte Seite. Ah ja, fühlt sich gut an, etwas geschenkt zu bekommen, oder? Wenn du das gute Gefühl auch an mich geben möchtest, kannst du dich jederzeit bei mir revanchieren. Ich will dir auch was schenken. Ich bin ein gutes Vorbild und du eiferst mir nach. Um ehrlich zu sein, will ich gar nichts von dir. Beziehungsweise, ich habe schon etwas von dir, nämlich eine Erkenntnis. Gute Taten bewirken etwas und machen die Welt besser. Ich danke dir, du hättest mir nichts Wertvolleres schenken können. Du erhältst einen Schneering. Okay, cool. So, handeln. Hast du zufällig Köder, mein Freund? Nö, ihr habt alle nur den gleichen Scheiß. Die verkaufen de facto wirklich alles das Gleiche. Okay, so, wenn ich etwas über mich erzähle, ist die Qualität des Gesagten zwangsweise subjektiver Natur. Viel mehr Aufschluss über mich erhältst du, indem du mit mir interagierst und deine eigenen Schlüsse ziehst. Jo, haben wir schon, ciao. Weihnachten ist die schönste Zeit im Jahr, also ist unser Kontinent auch der schönste vom ganzen Spiel. Findest du das nicht auch? Ich suche Action, mir ist langweilig. Der Weihnachtsmarkt ist doch eigentlich schon Action genug, aber wenn dir langweilig ist, hätte ich da eine Aufgabe für dich, die dich zwar im Spiel überhaupt nicht weiterbringt, aber mir etwas Geld in die Kassen spült und außerdem erlebst du etwas Action. Also gewinnen wir gewissermaßen beide. Klingt interessant. Und das ist es auch. Deine Aufgabe besteht darin, mir Zucker zu organisieren. Um genau zu sein, brauche ich 8 kleine Prisen davon. Meinst du, du schaffst das? Nichts leichter als das. Super, dann sehen wir uns wieder, wenn du den Zucker hast. Ich suche... Handeln. Mal gucken. Hast du zufällig... Nee. Hat sie nicht. So, hast du den Zucker, um den ich dich... Hier ist der Zucker. Du besitzt noch keine 8. Wie viel besitzen wir denn? Hier. Questgegenstände. Muss hier ja irgendwo der Sugar sein. Hammer, Lappen, Platine... Wasser, Geheimdokument, Aushang. Okay, hier schon mal nicht. Bei Gegenstände. Ah, hier, 7. Uns fehlt genau eine. Eine, hoppala. Eine Zuckerprise noch. Habe ich irgendwo eine Zuckerstange übersehen? Mir fällt eine ein, die war in einem Haus irgendwo. Gucken wir mal kurz. Hier sind nur große Zuckerstangen, große Zuckerstangen. Große Zuckerstangen. Gibt's hier unten noch vielleicht? Nee, hier gibt's keine Zuckerstange mehr. Gucken wir mal kurz hier. Habe ich hier eine übersehen? Irgendwo war nämlich noch. Voilà. Irgendwo war. Ich will immer Escape drücken. Irgendwo war doch hier noch eine Zuckerstange im Haus. Aber die konnte ich nicht nehmen. Daran kann ich mich erinnern. Da war großes Gemotze angesagt. Da. Okay. Lass das gefälligst. Brauch deine Zuckerstange, Mann. Das klingt irgendwie falsch, oder? Wenn man das so sagt. Aber nein, das wollte ich nicht. So, dann schauen wir mal kurz, ob wir... Können wir die hier? Nee, die geht nicht. Ah, hier eine kleine Zuckerstange. Super. Geilo, haben wir das auch? Dann können wir das nämlich noch fix abgeben hier. Um...
hier, ich suche nach Action. Hast du den Zucker? Jo, hier ist der Zucker. Hä? Hä, 8 Stück? Waren es nicht 8? Okay, dann war es mehr. Dann müssen wir noch eine Zuckerstange finden. Aber ich dachte, es waren 8. Ja, scheiße. Hier gibt es nur große Zuckerstangen. Oben gab es gar keine Zuckerstangen, glaube ich, gell? Nee, hier gibt es keine Zuckerstangen. Hier auch nicht. Hier ist auch keine im Haus. Schade. Dann gucken wir nochmal bei den Iglos. Keine. Ah, die Kugeln habe ich vergessen. Die hätten wir gleich mitmachen können. Okay, hier sind mal keine Zuckerstangen. Du hast diesem Spiel mit der Befreiung des Charakters keinen Gefallen getan. Das ist dir hoffentlich klar. Ich will mir gar nicht ausmalen, was der Kerl jetzt treibt. Jetzt entspann dich. Was soll denn schon passieren? So, die Blüte nehmen wir noch mit. War hier noch eine Zuckerstange? Nee. Tja. Ich will ja nicht hoffen, dass die Quest buggy ist, ne? So, hier, wir klauen mal ein paar Kugeln. Ups. Was machst du da? Lass den Weihnachtsbaum in Ruhe. Lass Nikrodor ruhig ein paar Kugeln wegnehmen. Nicht alle hier finden den Baum schön. Er ist aber schön und die Kugeln verleihen ihm auch gerade jene Eigenschaft. Sie sollen dranbleiben. Kann ich um die Kugeln kämpfen? Das klingt fair, würde ich sagen. Also willst du gegen Nikro kämpfen? Weißt du, vielleicht ist es ja auch nicht so schlimm, wenn ein paar Kugeln fehlen. Übertreib es bitte einfach nicht, okay? Ein Kampf wird sicher nicht nötig sein. Gut. Große Kugel pflücken. Kleine Kugel pflücken. Ja, komm. Kleine Kugel pflücken. Und ich will noch eine. Ja, noch eine große. Hey, du hast schon genug. Du hast schon 3 Kugeln weggenommen. Das reicht jetzt. Mehr solltest du wirklich nicht nehmen, sonst verändert sich der Baum. Ich fürchte, da hat sie recht. Mehr als 3 Kugeln weniger verkraftet der Antlitz des Baumes nicht. Okay. Dann schwuppdiwupp bringen wir dem noch schnell die Kugeln. So, die Blüte haben wir auch im Sack. So, jetzt schauen wir mal, wo der Mann mit dem hässlichen Baum war, hier. Oder die Dame. Hast du die Kugeln für mich? Also nicht für mich, sondern für meinen Weihnachtsbaum? Du weißt schon, was ich meine. Hier sind die Kugeln. Das sind keine 3 kleinen Kugeln. Du hast meine Anweisung nicht genau befolgt. Hoffentlich funktioniert die Umdekoration trotzdem. Wenn du mich kurz entschuldigen würdest. Das hätte ich nicht erwartet, aber mein neuer, zugegebenermaßen etwas unkonventioneller Baum gefällt mir sehr gut. So einen hat sicher sonst niemand. Ich danke dir, hier dein Lohn. So, die 6. Seite und natürlich gibt es noch ein bisschen Geld obendrauf. Jo. Ich finde, der Baum ist aber echt ganz cool. Jo, stimmt, wie ein Kunstwerk. Gut, das hätten wir. Ach, scheiße, das mit dem Bürgermeister, ne? Das ist tricky. Ist der Typ mit der Mütze der Bürgermeister? Nee, gell, oder? Naja, ich habe noch mehr zu erledigen.
Okay. Blick ich gerade nicht, wer hier eigentlich der Bürgermeister ist. Sag mal. Das ist ja... Gerade nochmal kurz ins Questbuch gucken, aber... Es liegt sicherlich an mir, da bin ich mir ganz sicher. So, wie viel Zucker brauchen wir? 0 von 8 Prisen. Wieso 0? Hä? Ich habe doch 8 Prisen Zucker. Bürgermeister. Einer der Händler vom Weihnachtsmarkt hat eine Phobie gegen Weihnachten. Rette ihn. Okay. Also ich würde sagen, wir haben ja jetzt eigentlich soweit schon alles durchgeschaut. Aber gut, ich werde gleich Outtake nochmal gucken, ob ich es irgendwie hinkriege, auch das mit den Zuckerprisen. Und dann wechseln wir fix die Folge, würde ich sagen. Natürlich mein Dank wieder an euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ein Like da oder ein Kommi. Über beides freue ich mich sehr, sehr. Und ja, bis gleich zur nächsten Folge. Ciao.